Yo, meine Freunde, was geht ab? YX7 hier am Start am Planner Pirates Donnerstag. Heute mit einer Spezialfolge, wenn ich das so nennen kann. Ihr seht, meine Base sieht ganz anders aus als im letzten Video. Und das liegt daran, dass ich das Video vorschiebe vor anderen, die ich schon aufgenommen habe, die dann nach diesem Video kommen. Und das hat einen ganz besonderen Grund, nämlich wir haben ein neues Update bekommen. Hier seht ihr es. Ich werde in diesem Video etwas über das Update erzählen, was es Neues gibt, was mir gefällt, und dann sehen wir auch die neue, ein neues Feature. Ich will ja nicht zu viel verraten, obwohl ihr es eigentlich schon wisst, direkt im Live, nicht im Kampf, doch im Kampf. Ihr wisst, es gibt eine neue Truppe, die werde ich euch vorstellen und euch zeigen und auch den Rest. Und ja, ich habe mich sehr über das Update gefreut und ich bin nach wie vor noch immer begeistert von Plunder Pirates und ja, es läuft ziemlich gut, ich habe keinerlei Probleme und kommt in unsere Gilde, falls ihr Plunder Pirates spielt und noch keine Gilde habt, sind alles sehr nette Leute und läuft gut, wir finanzieren die Boni eigentlich immer, hier hat schon wieder einer finanziert und ja, es ist ein tolles Spiel und es macht Spaß, also kommt gerne in meine Gilde, Team Heaven, also einfach eine Leerzeile dazwischen, weil ja. So, kommen wir zum Update. Es wurde schon vorher angekündigt, was ich ziemlich... Also ich fand es gut, dass schon vorher angekündigt wurde, dann sieht so, ja, in naher Zukunft kommt das und das. Und ein Feature, das war wirklich schon, also es ist eine deutliche Erleichterung. Da musste man, das Problem war mit den Mauern, dass man jede einzelne Hochwert aufwerten musste. Und jetzt gibt es halt das Feature, dass man alle gleichzeitig aufbessert, oder mehrere gleich, es tut mir leid, es ist sehr spät abends. Ich bin gerade mit dem Zug gefahren, bin gerade zu Hause angekommen und nehme jetzt extra das Video für euch auf. Deswegen entschuldigt meine Verpeiltheit. Ihr müsst auf eine Mauer klicken und jetzt könnt ihr so einzeln ausbauen, wie immer. Aber ihr könnt jetzt auch auf Rudern klicken. Da habt ihr jetzt die ganze Reihe. Das kostet jetzt 1,875 Millionen Gold. Es ist ziemlich teuer, ich weiß, aber es ist praktisch, da kann man immer so kleinere Stücke gleichzeitig aufwerten. Hier habe ich ja noch die alte Mauer. Naja, die Mauer werde ich mir zum Schluss vornehmen, aber es ist ein ganz nettes Feature, was Zeit erspart. Kommen wir zum nächsten Feature, fangen wir hier oben an, der Piratenfänger. Es gibt ein neues Gebäude, das ist zum einen erstmal vorteilhaft, dass es schwerer ist oder beziehungsweise länger dauert, reichlich Prozente aus einer Base rauszuklatschen. Je weniger Gebäude man hat, desto schneller kann man platt gemacht werden. Das ist nett. Man kann es kaufen unter Gebäuden, ist ja natürlich klar. Für 1,6 Millionen Gold. Es dauert 4 Tage Bauzeit und ich baue es gerade hier. Ich brauche noch 2 Stunden 23, dann habe ich es. Ich kann es euch leider noch nicht in Action zeigen, aber es hat was mit der Gilde zu tun. Es ist wieder so ein Support-Ding. Das ist der Piratenfänger. Ich weiß noch nicht, was man spenden muss. Grog, Geld und BP gibt es ja schon. Vielleicht kann man dafür EP spenden. Das wäre ziemlich nice, weil davon habe ich genug. Der Piratenfänger bringt eigentlich erstmal das, dass man Truppen schneller anheuern kann. Ich glaube, das sind 15%, die dann schneller gehen. Und es macht schon was aus, wenn du jetzt... Ja... Also bei mir dauert es, wenn ich meine Truppen aufstelle, dann dauert es, glaube ich, 40 Minuten. Und 15% davon ist schon... Es ist jetzt nicht so viel, aber so 6 Minuten oder so sind schon ganz in Ordnung. Man kann ja wahrscheinlich auch aufwerten und dann wird er noch besser und... Ja. So, jetzt kommen wir zum dritten Feature. Also es war ja ein ganz kleines Update, aber... Drei Neuerungen und alle sind gut. Ach, beziehungsweise es gibt sogar noch was Grafisches. Jetzt ist diese Bestenliste ist jetzt hier unten links. Es passt auch besser so. Kommen wir zum besten Feature. Eine neue Truppe. Es gibt was Trauriges. Unser Frankenbrutenstein musste leider gehen, weil Halloween vorbei ist. Aber vielleicht kommt er nächstes Jahr wieder. Dafür haben wir einen Luftpiraten bekommen und da sehen wir, in welche Dimension das Spiel noch steigen kann. Also es gibt noch mächtig was nach oben gehen kann. Also das Spiel ist so schon toll und es
kommen richtig gute Neuerungen. Es gibt den neuen Piraten hier, ich habe den Namen vergessen. Ich schaue mir gleich nach. Der fliegt, das heißt, man droppt ihn und dann fliegt er erstmal so in die Base rein. Ihr werdet es gleich live sehen. Ich mag diese Truppe, ich weiß auch nicht warum. Himmelsstürmer, ich mag sie einfach. Sie kann ziemlich gut die Verteidigung verwirren. Also das, weil die so mitten reinfliegen können. Und die können auch, glaube ich, über Mauern fliegen. Und tut mir leid, meine Stimme ist irgendwie gerade ein bisschen heiser. Die Fähigkeit, die mir am besten gefällt, die ich noch freischalten kann und muss, ist nicht Geisterjäger, sondern Feuerregen, Angriff aus der Luft. Er feuert während des Fluges eine riesige Knarre ab, also vorsichtig. Ich weiß nicht, ob er seine eigenen Leute damit treffen kann, aber für 1,6 Millionen Grog, muss ich erstmal aufwerten hier in meine Akademie. Dann kann ich es dem beibringen und ich zeige es euch natürlich in Videos, genau wie die anderen Fähigkeiten und alles Mögliche. Es gibt noch sehr viel zu zeigen, ich komme einfach nicht hinterher, weil es ist einfach ein tolles Spiel und bald ist schon Weihnachten. Naja, es liegt noch kein Schnee, aber draußen ist das Wetter immer schlechter. So, ich glaube, ich zeige euch den Himmelsstürmer direkt in Action. So sieht meine Armee aus. Ich habe meine Schenke ausgebaut und kann jetzt 60 Truppen haben. Ich habe eine neue Strategie. Die andere, die ich in Videos noch erwähne und so, kommt noch. Die werde ich danach bauen, aber das ist jetzt meine aktuelle Strategie. Ich habe 27 Schützen, 4 Schläger, 3 Diebinnen, 4 Himmelsstürmer, man kann insgesamt nur 8 haben und 10 Bombenleger, die mir richtig gut gefallen. Und ich glaube, ich muss kurz einen Schluck trinken und danach sehen wir uns wieder, wenn wir dann einen Kampf gefunden haben. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich entschuldige mich, ich hatte einen langen Tag. Gold können wir eigentlich gar nicht gebrauchen, weil wir alle Bilder benutzt haben. Ich bin im Piratenrang ein bisschen runtergefallen, habe ich auch teilweise extra gemacht, damit die Gegner nicht zu schwer werden, aber Loot bleibt trotzdem gut, deswegen ein Tipp an jeden, bleibt im Piratenrang lieber ein bisschen weiter unten, dann habt ihr nicht zu starke Gegner und werdet auch nicht immer ausgeraubt. Also ich habe damit keine Probleme gehabt, mit gar nichts bisher. Wir finden keine schöne Base, an der ich euch das zeigen kann mit diesen neuen Piraten. Wie gesagt, ich habe meinen Piratenrang extra manchmal runterfallen lassen. Das heißt, ich habe dann nur Grog geklaut oder so und hab dann einfach nur Diebinnen geschickt oder so, weil manche haben das ziemlich dämlich gebaut. Der sieht gar nicht so schlecht aus. Wo hat der denn seine Mörser? Da. Das mit dem Mörsern ist hier tricky. Gucken wir mal, wie es läuft. Wir droppen natürlich... Achso, da hat er die Käfige? Okay, wir droppen unsere dicken, 2 davon... Nein, nicht 3, okay, egal. 2 davon hier und einen können wir hier droppen. Normalerweise sollte er alle Mörser auf sich lenken, damit die keine Probleme mehr machen. Aber so müssen wir leider ein bisschen Fail-Strategie machen, weil wir die teilweise leider Fail gedroppt haben. Ich hoffe, meine Bombenleger machen das jetzt kaputt. Das wäre peinlich, wenn jetzt mein erster Kampf live, also mein zum ersten Mal live, ich hier faile. Und da hinten sind die Lager. Wieso gehe ich da nicht drauf? Unsere Diebinnen können sich unsichtbar machen, dazu auch später mehr. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt im Video. Wir droppen unsere Himmelsstürmer. Okay, sie bleiben am Felsen hängen. Okay, droppen wir ihn hier. Also ihr seht, er fliegt in die Base rein. Er ist auch gar nicht so schlecht mit der Attacke. Also ich bin zufrieden. Wir machen ihn trotzdem platt. Er hat keine Chance gegen uns. Ich wollte euch eigentlich das mit ihnen zeigen, aber naja, Fail. Wir haben trotzdem alles geholt. Ich glaube, ich bin einfach zu überlevelt für diese Gegner, aber... Oh, der Kampf war teilweise Fail. Wir können uns nochmal die Wiederholung angucken, was ich besser machen hätte können. Und naja, also ich mag die neue Truppe irgendwie, die kann so reinfliegen.
Und dann bleibt die wahrscheinlich irgendwo hängen oder nicht. Und die macht auch relativ viel Schaden, hält relativ viel aus. Momentan meine Lieblingstruppe neben den Schützen sind die Bombenleger, die richtig gut sind. Ich weiß nicht wieso, aber die sind auch ziemlich teuer, deswegen werte ich die gerade auf. Dafür spare ich auch 1,4 Millionen Grog, glaube ich. Ja. Wir könnten jetzt eigentlich unsere Himmelsstürmer aufwerten, aber ich glaube, ich spare für die Bombenleger und greife nachher nochmal an. Naja. Die machen nämlich einfach übertrieben viel Schaden und 3 Sterne. Es ist typisch. Es liegt an euch. Ist immer in jedem Video. Mache ich so gute Kämpfe. Beziehungsweise sie sind. Aber der Kampf war nicht so gut, wie ich es hätte. Wie ich es gewollt hätte, ist es nicht gelaufen, aber ich zeig's euch jetzt, was ich hätte besser machen können. Oder vielleicht können wir auch einen anderen Angriff von mir noch ansehen. Das wäre ja auch was. Damit ihr meine Strategie nachvollziehen könnt und nicht denkt, hä, was hat der denn da gemacht? Ja. Wir könnten unseren Himmelsstürmer aufwerten, das oder das. Aber ich glaube, ich spare auf hier 1,4 plus 20 Schaden, das ist ziemlich viel. Gucken wir uns mal einen anderen Angriff an. Wie war der? Oh, da habe ich sogar nur die Schützen und die Dicken. Okay, der war ziemlich unterlevelt. Der war ziemlich unterlevelt. Obwohl er schon die Smaragdfarben, ist das Smaragd? Smaragdfarbenen Kanonen hat. Also ich habe hier die Dicken gedroppt und da die Dicken, damit beide Mörser auf die gehen. Dann kann ich von hier natürlich mit meinen Schützen angreifen. Also das ist so der Punkt der Taktik. Ich greife mit den Schützen von einer anderen Seite an, damit die alles kaputt machen und lass die ganze Verteidigung auf die Dicken gehen. Und hier seht ihr, die sind genau reingedroppt in die Mitte. Verwirren jetzt die anderen Kanonen und lassen meine Schützen. Sind das echt Schützen? Schützen. Egal, lassen die einfach da durchrennen und so gut wie gar nicht angegriffen. Also sie werden so gut wie gar nicht angegriffen, deswegen. Ich mag die neue Truppe irgendwie und hier habe ich einen kompletten Sieg bekommen und hatte die gewünschte Goldsumme erreicht, die ich wollte und ja. Es läuft eigentlich ziemlich gut. Es läuft wirklich sehr gut hier im Spiel. Es ist ein tolles Update. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwie helfen beziehungsweise euch irgendeine neue Taktik zeigen, wenn ihr noch zurück im Spiel seid. Aber heißen die jetzt wirklich Schützen? Schützen. Schützen sind, also wenn ihr Plunder Pirates spielt, dann setzt auf jeden Fall auf Schützen. Schützen sind wirklich starke. Danach auf Schläger, die sind auch wirklich stark. Und hier unseren Zerstörer werde ich auch bald zeigen. Der ist nämlich auch nicht so schlecht. Es sind eigentlich alle Truppen ganz gut. Und ich mag die neue Truppe und ja. Ich denke, das war's jetzt mit dem Video. Es tut mir leid, dass ich ein bisschen verpeilt war, meine Stimme kurzzeitig halbwegs am Sterben war. Aber ich habe euch das Update gezeigt und ich hoffe, euch gefällt's. Und ich schneide das Video jetzt gleich noch, damit ihr es direkt heute seht. Wenn ihr das Video heute seht. Tut mir leid, das ist fail. Nein, natürlich seht ihr das Video am Plunder Pirates Donnerstag. Also, gerade. Es tut mir leid. Ignoriert es. Das war's mit der Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, dann zeigt's mir gern mit einem Daumen nach oben. Das würde mich sehr freuen und damit unterstützt ihr die Serie. Und ihr könnt auch gern bei anderen Videos von mir vorbeischauen, bei Boom Beach oder Simpsons. Und in nächster Zeit, das heißt vor Weihnachten, werde ich eine Woche lang jeden Tag ein anderes Video hochladen, also eine andere App. Vielleicht könnt ihr da mal vorbeischauen und vielleicht gefällt euch da was. Das würde mich sehr freuen, auf jeden Fall. Seid aktiv, kommt in meine Gilde, wenn ihr Lust habt und ja. Ich würde mich freuen, mein Laptop wird schon schwarz, beziehungsweise mein Bildschirm. Ja, ich sollte aufhören. Also habt ein schönes Wochenende, ist ja Wochenende. Und ja, genießt die Zeit, spielt schön Plunder Pirates und ich bin gespannt, was es noch für neue Updates in nächster Zeit gibt. Vielleicht gibt es ja auch irgendwas für Weihnachten mit Schnee oder so. Wer weiß. Ich mag das Spiel und sie haben tolle Arbeit geleistet und ja. Haut rein, Freunde. Bis nächste Woche Donnerstag. Ciao.